So, habe ich jetzt die nächste Kontur des Hais gesehen? Ist hier ein neuer weißer Hai da? Hier ist nochmal Eisen. So, jetzt habe ich aber... Jetzt habe ich hier gut gesammelt. Also jetzt kann ich viel Schabernack wieder anstellen. Mit dem ganzen Zeug. Wann bis das alles verbraten ist und so. Und ich brauche ja auch noch Flaschen. Alter, Kupfer. Ich weiß nicht, was ich mit so viel Kupfer machen soll. Aber mit dem Seetang weiß ich es halt, was ich machen muss. So, perfekt. Dann packe ich hier noch weiter Seetang rein. Das bringt halt doch was. 5-mal Schleim schon wieder. Eisenerz haben wir 12-mal. Kupfererz haben wir mittlerweile 29-mal. Stahlschrott haben wir auch schon 2 Stacks. Perfekt. Haifleisch können wir gleich wieder braten. Aber hier wurde ein bisschen was gefressen. Weil der einarmige Bandit hier nicht richtig arbeitet. So, hier an der Insel vorbeischippern. War eine gute Insel. War ertragreich. Wenn jede Insel so ertragreich wäre, wäre es cool. Ist sie leider nicht. So, erstmal ein bisschen trinken. Und dann wieder auffüllen. Es macht Spaß. Das macht Freude. So. Na. Alles voll. Perfekt. Hier muss ich noch Planken platzieren. Hier ist der Schleim fertig. Gleich mal nächsten Schleim hier reinpacken. Jetzt habe ich halt 2 so fucking Haischädel. Ich weiß nicht, was ich mit dem Rest machen muss. Der Vogel ist tot. Also die werden schon dreist, die Vögel. So ist nicht. Die werden echt dreist gerade. So, das Segel hole ich mal ein. Dann können wir hier wieder in unsere Hauptfahrrichtung. Alter. Hat man jetzt einiges bei, ne? So, dann können wir ja wieder die Augen offen halten für neue Inseln und so. Oh, Planken. Das Zeug kommt hier hoch. Die muss ich dann braten. Hier ist Plastik drin. Hier sind die Federn drin. Der nächste Stack Federn. So, jetzt muss ich aber schön langsam mal gucken. Also die Doppelproduktion haut schon rein. So, ich wollte auf jeden Fall 2 Flaschen herstellen. Weil ich ja eine weiterverarbeiten wollte. Zu einer Wasserflasche. Dann brauche ich noch 4 Seile. Und ich brauche nochmal 4-mal Schleim. Die könnte ich noch produzieren. So, die Flossen haben echt gut Damage bekommen. Aussetzer, dann greift er nicht mehr an. Ja, schön wär's. Der Hai ist halt ein bisschen nervig. Aber nur ein bisschen. Oh, pflanzen wir hier nochmal voll. Die übliche Rübe packe ich hier rein. Passt. So, das Haifleisch ist fertig. Dann kommen 2 solche Keulen drauf. So, einmal mit Wasser füllen. Die gute Flasche. Dann haben wir die auch wieder am Start. Weil wir die am Start haben, läuft es auf alle Fälle. So, das war der letzte Schluck, was noch reingepasst hat. So, 2-mal Schleim. Ich habe noch solche hier.
So, ich bräuchte halt nochmal für ein Fernglas ein bisschen. Ist das eine nächste Insel? Ei, ei, Captain, Land in Sicht! Also die sind ja fast. Da siehst du eine Insel fast von der anderen und da hinten ist ein Raft. Also ich würde fast lieber zu der Insel fahren. Nicht nur fast, ich tue es auch. Weil ich dort natürlich noch mehr Dingens bekommen kann. Seetang. Was ich halt ohne Zweifel brauche, weil die Flossen sind jetzt auch schon wieder fast im Arsch. Und die habe ich jetzt kaum benutzt. Da war ich jetzt ein bisschen im Wasser mit. Also das ist es halt. Die Leiterplatte muss ich demnächst mal herstellen. Braucht halt auch Schleim. Also Schleim ist momentan alles hier. Ganze Sache ist hier eine schleimige Angelegenheit. So, ich wollte die Sauerstoffflasche machen. Aber dann kann ich die hoffentlich auch anlegen. Perfekt. So, jetzt wird es zwar dunkel. Und der Hai greift an. Was mir gerade so einfällt, ich habe vergessen, dass ich mir die Schaufel machen wollte. Aber ich schwimme ja kaum weiter, wenn ich hier schlafe. So, das Fass muss ich jetzt einfach mal mitnehmen, so. So, dann können wir gleich den Anker werfen. Und können noch mal ein bisschen auf Tauchstation und so gehen. Aber ich werde den Schleim hier noch mal rauspacken und und. So, Anker kann runter. Da drehe ich schon mal und ziehe es ein. So, Schleim schon mal die Produktion weitermachen. So, aber Schleim hier rein. Seetang ebenso. Sand kann rein, Schrott, Seil, Planke. Komm woanders hin. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Sauerstoffflasche. Die ist schon mal viel wert. Die ist sehr viel wert. Hier ist auch so viel Zeug schon wieder drin. Ich werde mir auch demnächst wieder einen Haken machen müssen. Oh, viel angenehmer. Wie lange, dass man jetzt einfach unter Wasser bleiben kann. Da ist noch ein bisschen Seegras für zwischendurch. Das nehme ich jetzt mal nicht mit, das Zeug. Na, hallo Hai. Ich kann dem Hai fast hinterher schwimmen. Ich könnte den so ein bisschen fighten. Ich gehe wieder runter. Ah, fuck it. Will auf jeden Fall die Kiste mitnehmen. Hat mich jetzt zweimal gut erwischt, der Hai. Wo ist er? Ich sehe ihn halt gerade nicht. Ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man den Hai nicht sieht. So, an Land bitte. Danke. So, dann kann ich in Ruhe was trinken. Und ein Vögelchen essen. Aber währenddessen kann ich ja regenerieren. Ein bisschen zumindest. Blume. No, come on. Ich will hier nicht runter. So inseltechnisch jetzt eigentlich nicht das Geilste. Naja. Hilft ja nicht. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Seetang. Fischeintopf-Rezept haben wir auch jetzt wieder. Den Topf wollte ich auch machen. Eieiei. Also ich habe jetzt nicht mal ansatzweise das heute geschafft, was ich irgendwie mal machen wollte. Weil ich immer irgendwie auf Tauchstation bin, auf Kriegsfuß mit dem Hai bin. Aber ich habe auf jeden Fall Progress.
Ich habe ein bisschen was geschafft, was ich schaffen wollte. Ich sehe den Hai gerade nicht. Das beunruhigt natürlich ein bisschen. Jetzt ist mein Haken hin. Jetzt muss ich sowieso erstmal wieder auf meinem Floß. Wenn mein Haken schon weg ist. Und dann kann ich hier zumindest gleich mal wieder nachlegen. So, erstmal gucken wegen dem neuen Haken. Wo ist er denn? Ich brauche ein Seil. Okay, kriege ich hin. Kriege ich hin. So, schon habe ich einen neuen Haken. So, Schaufel wollte ich machen. Schaufel. Also ich brauche auf jeden Fall ein Bolzen, Metallbarren und Planken brauche ich noch. Kann ich eine Schaufel herstellen? Da packe ich auch alle wieder zurück. Ich habe wieder Glas bekommen. Finde ich auch nice. Der Bolzen kann hier wieder rein. Das Roheisen kann rein. Der Schleim kann rein. Oh, der Hai hat abgelassen. So, okay. Passt. Das Rezept packen wir hier rein. Das ist zweimal dasselbe. Hier haben wir zweimal dasselbe. Schade. Mal Sachen doppelt haben. Hier ist zweimal Schleim fertig. Schleim kann hier nochmal rein. Danke. Sand. Ja. Natürlich. Wieso solltest du auch die Vogelscheuche beachten? Wieso auch? Lass es einfach mal. Habe ich halt wieder mehr Stress. Alles schlimm hier. Und dann kann ich zumindest die Keulen und die Kartoffel hier raufpacken. So. Ja, so, jetzt kann ich mal die Schaufel ausprobieren. War ja auch mal so im Gespräch, würde ich jetzt mal sagen. Wo ist der Dreck, den ich abbauen kann? Ich will keine Blume nehmen, ich will Dreck abbauen. Hey, lass mich keinen Dreck abbauen. Unter Wasser vielleicht? Anscheinend auch nicht. Schade. Dann suchen wir hier nochmal ein paar Rohstoffe zusammen. Seegras. Haben wir jetzt fast alles abgeerntet. Die Wasserflasche macht schon um einiges, oder die Sauerstoffflasche macht schon um einiges angenehmer hier. Mal hier länger unten bleiben können. Aber auch richtig, ist ja auch der Sinn und Zweck einer Sauerstoffflasche, mal länger unter Wasser bleiben kann. So, zweimal Eisenklumpen, perfekt. Schrott würde hier auch sehr viel rumstehen. Ist aber jetzt nicht unbedingt das, was ich in der Begierde habe. Weil die kann ich zur Not auch im Dingens finden. In einem Fass. Und Fässer nehmen wir ja doch ein paar gut mit. So, ich würde mal sagen. Alter, die Sauerstoffflasche ist auch schon unter Mitleidenschaft wieder gezogen worden. Schaufel hat mal wieder nicht funktioniert. Ist ein bisschen schade, aber hilft ja nicht. So, Essen ist fertig. Essen ist fertig. Hier darf aufgemacht werden und der Anker wird gelichtet. Anker ist oben. Ich trinke mich nochmal voll. So, hier einmal schön die Wasserflasche aufgefüllt.
Gleich den Reiniger wieder voll machen. Und mal ja, kein Wasser hier. Wasserknappheit haben. Und ja, Rufus, mir ist es bewusst. Ich habe es wiederverwendet. So, nochmal zweimal Schleim hier nachlegen. Und ja, so können wir weiter schippern erstmal. Können wir hier uns um alles kümmern. So, bewässern. Zweimal. Deswegen passiert hier so wenig. Die hier nehme ich nochmal weg. Ich baue eine neue Vogelscheuche. Das ist auf jeden Fall safe, dass ich eine neue baue. Ich habe halt nichts, ne? So, kann ich jetzt? Bis auf den Nagel habe ich alles. Nagel, kann ich Abhilfe schaffen? Ja, kann ich. So, Nagel herstellen. Vogelscheuche, danke. Die kommt hier wieder hin. Vielleicht, wenn sie näher dran steht, dass sie mehr bringt. So, natürlich mache ich meinen Schleim weiter. Der Hai greift schon wieder an. Er hat schon wieder ein Stück gegessen. Das geht doch so nicht. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Jetzt schwimmt vorbei das Fass. Das nehmen wir mit. Ein paar Blätter sind auch drin. Das war's mit Plaste. Eieiei, jetzt halt erst mal wieder abwarten und Tee trinken. So auf ganz komische Weise. Jetzt verarscht mich das Spiel aber ein bisschen. Da kommt die nächste Insel um die Ecke. Brutal. Jetzt willst du das Spiel mal wissen. Eine Insel nach der anderen. Halte ich auf die auch wieder zu. Normal schon, oder? Können wir ja mal machen. Dann können wir da auch nochmal gucken. Für ein bisschen was. Zum Verbraten. Oh, ein Vögelchen haben wir auch nochmal getötet. Ist meins. So, wir haben hier zwei schmackhafte Vogelschenkel. Ich wollte jetzt eigentlich mich um andere Sachen kümmern, als jetzt unbedingt um eine neue Insel. Aber rein theoretisch kann ich ja auch schon mal anlegen und hier warten. Ich bin zwar jetzt ein paar Meter weg, aber ist ja auch Wurst. Wie gesagt, ich wollte mich um andere Sachen kümmern. So, öffnen. Was brauchen wir denn alle? Eine Leiterplatte wäre mal angenehm. Die wollte ich jetzt mal hergestellt haben. Ich brauche zwei Kupferbarren. Die haben wir doch zufälligerweise schon. Dann kann ich die Leiterplatte zum Forschen bringen. Erforschen. Also ich kann eine Antenne lernen. Ein Sprinkler bewässert deine Pflanzen automatisch. Es scheint doch eine Batterie zu fehlen. Okay, braucht man eine Batterie für. Und einen Empfänger. Alle schöne Sachen, die wir hier jetzt bauen können. Ist halt jetzt die Frage aller Fragen. So, wir haben jetzt 13 Mal Schleim. Kupfer haben wir auch zum Abwinken erstmal. So. Also wir können auf alle Fälle... Wo ist es denn?
Wir können jetzt. Das hier, den Empfänger und die Antenne bauen, nötig zum Auffinden von Funksignalen in der Nähe. Auf jeden Fall was wert hier. Braucht frisches Wasser, wird bewässert. Alles kein Thema. So. Und hier einmal wieder auffüllen. Also das ist jetzt so grob die Sache, die wir machen müssen. Okay, das ist voll. So. Ich habe noch zweimal Seetang. Die packe ich auch hier rein. Dann werden die auch schon mal gemacht. Hallo, hi. Der guckt auch schon wieder sehnsüchtig vorbei. Was er denn schon wieder so anstellen kann. Finde ich gar nicht nett von ihm. Aber was hilft's? So. Also ein Empfänger. Wir brauchen für den Empfänger brauchen wir eine Leiterplatte. Die Leiterplatte. Also der Vogel ist jetzt auf den ersten tot, wenn wir mit dem Speer dran arbeiten. Das ist super. Der Hai braucht ein paar mehr Schläge, aber ist jetzt auch schon des Öfteren tot gegangen. Aber ihr wisst ja, tot geglaubte leben länger. Aber hier kann noch eine Keule rauf. Jetzt, wo wir es haben. Oh. Schleim, zwei Kupferbarren. Schleim, Kupferbarren. Und Plastik. Plastik habe ich doch eine ganze Kiste voll. Die war es nicht, die war es. Dann kann ich eine Leiterplatte herstellen. Und wenn ich die habe, muss ich das Ding erstmal finden. Dann brauche ich noch Planken, ein Scharnier. Ach, ich brauche zwei Leiterplatten für. Da muss ich noch eine herstellen. Hilft nicht. Ist schon teuer, das Zeug. Scharnier war hier noch erinnern. Dann kann ich einen Empfänger herstellen. Ui, der ist jetzt aber auch nicht unbedingt klein. Den stelle ich dann hier hin. Batterie benötigt. Ja, okay. Aber an der mache ich, glaube ich, erstmal nicht weiter. Oder ich mache heute nicht mehr daran weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Oder ich würde sagen, wir beenden für heute mal den Stream. Ist eh schon wieder 10 vor 10. War auf jeden Fall wieder ein schöner Stream. Schön ertragreich. Ich hoffe, es hat gefallen. Natürlich auch denen, die auf YouTube zugesehen haben, hoffe ich mal, dass die letzten Videos gefallen haben. Wenn ja, vergesst Daumen nicht, abonniert auch eine Runde. Dann vergesst ihr auch kein Video. Und natürlich schaut auch auf Twitter vorbei oder auf Twitch, damit ihr da immer wieder mal informiert seid. Wann ich streame, dann könnt ihr live dabei sein, weil es wird ja auch nicht alles, was ich streame, auf YouTube veröffentlicht. Ja, schicke ich euch noch irgendwo hin? Kann ich irgendjemanden raiden? Könnte ich aber nein, lasse ich lieber mal heute. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr da wart. Ich sag ciao und tschüss. Bis zum nächsten Stream.